CO2 und Klimawandel. Die systematische Verbreitung von Schrecken. Im Dezember 2015 einigten sich die Mitglieder der UN-Klimakonvention in Paris auf eine umfassende Senkung des CO2-Ausstoßes. Damit soll der laut Weltklimarat IPCC menschengemachte und angeblich in eine Katastrophe führende Temperaturanstieg begrenzt werden. Hunderte international anerkannte Wissenschaftler haben jedoch belegt, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Die Klimadaten seien manipuliert, die Sonnenaktivität ausgeblendet, der vom Menschen verursachte CO2-Anteil betrage vernachlässigbare 1 bis 4%. Trotz dieser Erkenntnisse ist der IPCC darauf bedacht, Schreckensbilder unter die Leute zu bringen, um sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass der menschengemachte Klimawandel auch vom Menschen wieder korrigiert werden muss. Durch Schreckensbilder wie dem Untergang von Küstenregionen, Missernten oder zunehmenden Naturkatastrophen werden die Menschen in Europa täglich unter Druck gesetzt, weil die Ursache ja ihr unverantwortlich hoher CO2-Ausstoß sei. Die Konsequenzen dieser Schreckensbilder, dieses emotionalen Terrors, tragen die Menschen in allen Ländern täglich. Laut den Forschungsergebnissen renommierter Wissenschaftler ist die Ursache für die Klimaerwärmung nicht auf den Menschen zurückzuführen. Wir berichteten ausführlich zum Thema in der Sendung Pariser Klimakonferenz: Stehen wir vor einer menschgemachten Katastrophe? Heute gehen wir der Frage nach, wem es nützt, wenn der vermeintlich durch CO2 verursachte Klimawandel mit gewaltigen finanziellen Mitteln bekämpft werden soll. Zuerst betrachten wir, welche verbindlichen Klimaziele zur CO2-Begrenzung auf dem Klimagipfel von Paris erreicht werden sollten. Fossile, das meint nicht erneuerbare Rohstoffe zur Energiegewinnung wie die Kohle und das fälschlicherweise als fossil eingestufte Öl und Gas, sollen zurückgefahren werden. Dafür soll in erneuerbare Energien sowie in die Energiegewinnung durch Wind und Sonne investiert werden. Möglichst alle 195 Länder sollten zu verbindlichen Zusagen hinsichtlich der Klimaziele bewegt werden. Zudem sollen die reichen Industrieländer ärmere, angeblich infolge des Klimawandels leidtragende Entwicklungsländer finanziell unterstützen. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass es sehr wohl gravierende Umweltprobleme in den Entwicklungsländern gibt. Zum Beispiel Dürre, Überschwemmungen infolge massiver Abholzung. Diese haben ursächlich jedoch nichts mit dem CO2-Ausstoß zu tun. Wie wirkt sich nun die weltweit vereinbarte CO2-Begrenzung finanziell aus? Nun, bereits ab 1997 wurde per Kyoto-Protokoll eine Begrenzung des Ausstoßes sogenannter Treibhausgase festgeschrieben. Jedem Unterzeichnerland wird ein bestimmter Grenzwert für Emissionen, also den Ausstoß dieser Gase, zugestanden, der nicht überschritten werden darf. Inzwischen hat sich ein reger Handel mit sogenannten Emissionsrechten bzw. CO2-Zertifikaten herausgebildet. Unternehmen, die ihr CO2-Kontingent überziehen, können sich von anderen Unternehmen, die ihre Kontingente nicht ausschöpfen, freie Kontingente kaufen. Oder sie gehen an Handelsbörsen, wo inzwischen kräftig mit Emissionspapieren spekuliert wird. Nach den Regeln von Angebot und Nachfrage ist bei ständig verordneter Senkung des CO2-Ausstoßes ein satter Preisanstieg für Zertifikate in Billionenhöhe vorprogrammiert. Der Großteil des Emissionshandels wird durch die US-Terminbörse ICE Futures US kontrolliert. Diese ist fest in den Händen großer Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America und Citigroup. Betrachtet man das enorme Gewinnpotenzial des Emissionshandels, wird man schnell verstehen, warum alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um möglichst alle 195 Teilnehmerländer der Klimakonferenz zur Senkung ihrer CO2-Emissionen zu bewegen. Durch eine beispiellose Lobbyarbeit und Medienpropaganda sowie durch Versprechungen von Milliardeninvestitionen an arme Länder konnte eine Akzeptanz für die angeblichen Klimarettungsmaßnahmen erreicht werden. Sind erst einmal genügend viele Länder dabei, kann man allmählich zur weltweiten Klimadiktatspirale übergehen.
Nun zeichnet sich ab, zu was für einem gigantischen Macht- und Kontrollapparat sich dieser Klimarat entwickelt, indem er ein System von CO2-Emissionsgrenzen global durchsetzt. Dies läuft auf nichts Geringeres hinaus als auf die totale Kontrolle der globalen Energieproduktion, wobei schlussendlich wenige große Banken die Nutznießer sind. Nun beschäftigen wir uns mit der Frage, wem dient der Weltklimarat IPCC wirklich? Schlagwörter wie Klimawandel, Klimaerwärmung durch CO2, Klimakatastrophe sind in aller Munde und beschäftigen Politik und Medien fast wöchentlich. In den Schulen wird mit dem Film Die unbequeme Wahrheit von dem amerikanischen Politiker und Unternehmer Al Gore das umstrittene Thema Klimaerwärmung bereits einseitig in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen eingebrannt. Oder wer kennt nicht das Bild vom Eisbären auf der kleinen Eisscholle? Zumeist beruft man sich hier auf Aussagen des Weltklimarates Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC. Doch spätestens, wenn global einschneidende Gesetze und Steuerauflagen aufgrund eines angeblich weltweiten Klimawandels gemacht werden, dann sollte man dieses Weltorgan IPCC doch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Gegründet wurde das IPCC 1988 vom United Nations Environment Program, kurz UNEP, einem Umweltarm der UN. Nigel Calder, britischer Wissenschaftsjournalist, Publizist und Buchautor, hat die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des IPCC genau verfolgt. Seine klare Einschätzung dazu ist folgende. Das IPCC ist ein rein politischer, regierungsübergreifender Arbeitskreis und kein wissenschaftlicher. Er besteht zwar aus Bürokraten und Wissenschaftlern, aber nur aus solchen, welche alle das gleiche Lied singen. Denn der Gründungsauftrag des IPCC lautete, zu beweisen, dass der Mensch an einem Klimawandel schuld ist. Die das Klima betreffenden Messergebnisse sind damit bereits vorprogrammiert. Für Buchautor Mike Adams ist das IPCC eine Art Propagandaabteilung der UN. Namhafte Wissenschaftler bestätigen dies. Es gehe hier nicht wirklich um die Bewahrung der Umwelt, sondern um eine globale Machtverlagerung. Ziel sei die totale Kontrolle von Wirtschaft und Politik durch Panikmache. Liebe Zuschauer, nun sind wir am Ende unserer dreiteiligen Serie angelangt. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie diese Sendungen an Ihre Freunde und Bekannte weiterreichen. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.